So Leute, es kann wieder weitergehen mit Let's Play Killzone HD. Ich bin es, euer MC Muffix. Und ja, wir schlagen uns hier gerade durch die Sümpfe. Ich habe jetzt diese Stelle geschafft. Dritten, vierten oder tausend Versuche. Ich habe schon gar nicht mehr mitgezählt. Zumindest haben wir die jetzt geschafft. Der Herr Gast hat mich immer die ganze Zeit getötet mit seiner blöden Granatpfefferpistole. Und oh. Also ich dachte gerade, das wäre hier ein Hellgast. Oder was das du? Ich weiß es nicht. Naja, zumindest haben wir es jetzt geschafft. Wir spielen das Logo, was irgendwie sich als Fehler entpuppt hat, aber egal. Zumindest im letzten Part haben wir die Festung erreicht, was sehr gut ist. Und Templar musste dann feststellen, dass sein guter Freund General Vaughn von Adams getötet worden ist. Es ist noch nicht bekannt, dass Adams ein Verräter ist, außer natürlich von unserer Truppe. Und jetzt ist unser Ziel, den Uplink zu erreichen, um eben, um eben an Adams heranzukommen und diesen zu eliminieren. Doch Adams, so wie es aussieht, will auf dem Planeten landen und ja, er will sich nicht verstecken, er will uns selbst töten. Ob das schaffen wird oder nicht, werden wir sicher noch erfahren. Aber erstmal heißt es jetzt, irgendwie durch dieses Level zu kommen. Das ist sehr anstrengend. Sonst, weil wir einfach so schnell hier down gehen. Mit der lieben netten Lugo. Ist wohl ganz cool, dass wir mit dieser schlaggenäffen Waffe aus der Entfernung sehr gut agieren können. Und die Gegner so sehr schön eliminieren können mit einem Kopfschuss, mit einem gezielten. Der Nachteil ist aber einfach dafür, dass sie einfach übel schnell stirbt. Was wir jetzt gleich wieder erleben, denn ich sterbe jetzt gleich. Oder auch nicht. Oder auch doch. Wir werden es gleich erfahren. So. Ich kann mich hier hochbuggen. Das bringt mir irgendwie nicht so viel. Oh, wenn meine Teamkollegen mal vorgehen würden, dann würde ich immer wissen, ob es geschafft ist oder nicht. So. Oh, der ist down. Hui. Aber irgendwie kostet es so vor, als würde Lugo mehr Schaden machen als alle anderen Gegner. Ich glaube, es ist Einbildung. Aber es kommt mir so vor, weil irgendwie da. Normalerweise braucht man da immer ein halbes Magazin. Der braucht man maximal so ein Drittel oder weniger. So, ganz langsam und vorsichtig. Ein Schuss kann uns töten. Das haben wir jetzt oft genug im letzten Part herausfinden müssen. Dieses verdammte Ding. Großartig. Jetzt wird es hier für Helgas großer Wimmel. Das ist nicht gut, oder? So. Wir sind nochmal sehr schön. Oh nein. Oh nein. What the hell? Was? War das ein Blitz? Hä? Ich dachte, jetzt kommt hier Armageddon. Was auch immer. So, wollen wir darüber hüpfen? Da oben oder da? Und ne, ich würde sagen, wir gehen hier oben. Hier gibt's. Ich dachte, hier gibt's Deckung hinter den Bäumen, aber so richtig viel Deckung ist es auch nicht. So. Laufen wir mit unserer Infrarotsicht, denn so können wir die Gegner mit etwas Glück immer ein bisschen überraschen. Und ja. So sie eliminieren. So, da geht's nicht mehr weiter. Da ist eine unsichtbare Wand. Hä? Kommen wir überhaupt weiter? So. Ja, doch, wir können weiter, gut. Oh, ich habe Angst, wenn ich jetzt sterbe, muss ich alles nochmal von neu machen. Also, ihr seht schon, es ist echt cool, man kann echt... Oh, Entschuldigung, hab ich verschluckt. Man kann echt sehr schön hier... Oh, scheiße. Oh nein, jetzt kommt schon wieder die Heckenschütze, scheiße. Man kann hier wirklich sehr schön agieren, indem man eben, Lugo spielt. Da man die Gegner eben stealthig sehr schnell killen kann. Das ist sehr, sehr praktisch. Der Nachteil ist einfach dadurch, dass sie eben sehr wenig aushält. Und dass wenn man nicht aus dem Hinterhalt zumindest handelt, dass man einfach gar keine Chance gegen die Gegner hat. Zwei der Gegner können da einen schon überfordern. Na los, komm. So, und jetzt werden wir sehen, ob ich das schaffen werde. Weil jetzt seht ihr, es kommt hier so ein kleiner Helgas-Ansturm, so das kennen wir. Alter! Wenn da jetzt kein Checkpoint war, dann müssen wir erstmal einen kleinen Cut machen und es tut mir leid, aber dann werde ich einen Charakter wechseln, weil ich habe keinen Bock. Also das ist ja auch echt nicht gerade so fair. Ich bekomme einen einzigen Schuss ab, bin einfach mal tot. Ja, wir machen einen kleinen Cut. Ich nehme jetzt wahrscheinlich Rico wieder. Oder Templar. Schauen wir mal. Töten wir erstmal ihn. So, ich will ihn jetzt nochmal töten, einfach so. Oder töten wir uns oder töten wir irgendjemanden. Na, wie geht's dir so? Tut es weh? Oh, schlimm. Leute, wir machen einen ganz kurzen Cut. So, jetzt kann es mal wieder weitergehen. Das war eine sehr, 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 sehr anstrengende Stelle. Ich muss jetzt zweimal machen. Es ist unglaublich hart gewesen, wirklich. Ja, ich bin jetzt Rico, wie ihr seht. Aber irgendwie habe ich das jetzt geschafft. Ich bin jetzt zweimal gestorben. War sehr lustig, darüber habe ich mich sehr gefreut. Aber jetzt bin ich hier und habe die blöde Stelle geschafft. Und ja, hier ist jetzt irgendwas kaputt. Ja, aber das war nur nicht ich. Also, ich habe noch nicht weitergespielt, außer dass ich hier... die 1 Million Gegner besiegt haben, die hier auf mich zugestürmt kamen. Was soll
sollen wir tun? Werden Sie alles, was Sie finden können. Es ist nicht mehr viel davon übrig. Ja, so sieht's aus. Aber einen positiven Punkt muss ich sagen. Das hat man jetzt leider nicht gesehen, wie gesagt, weil ich das Ausgehen gemacht habe. Ihr wolltet ja wahrscheinlich nicht sehen, wie ich jetzt einfach dreimal an der gleichen Stelle sterbe. Schaut mal, mit dem mal sekundär vor. Ein wirklich positiver Pluspunkt. An der Stelle, an den Stellen, wo ich halt mit Lugo gespielt habe, bevor ich eben gewechselt habe, hat man deutlich gemerkt, dass das Gegnerverhältnis und die Gegneranzahl und das Gegnerverhalten sehr sich unterscheidet zu dem mit Rico. Denn als Rico kommen andere Gegner und sie verhalten sich auch, wie gesagt, anders. Also doppelgemoppelt ein bisschen, aber egal. Zumindestens, Alter. Kurz, warte. Kurz aufregen. So. Den getötet. So, zumindest hat man deutlich gesehen, dass da andere Gegner kommen. Zum Beispiel ganz am Anfang, wo man wo ich den Gegner immer mit dem Messer getötet habe, kamen zum Beispiel zwei Drohnen. Also ich konnte den gar nicht von hinten attackieren, weil die Drohnen ja schon den animiert haben. Und auch die Gegner hatten auch unter anderem stärkere Waffen. Also das ist wirklich. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ein positiver Pluspunkt, dass wenn man eben die Mission öfter spielt, dass andere Gegner sind. Aber ich würde nie mehr freiwillig eine Mission als Lugo spielen. Also wirklich, die hält zwei Kugeln aus. Also allein das, was ich jetzt an Kugeln hier abbekommen habe. Und ich habe ja ein Viertel des Lebensbalken verloren. Da wäre ich als Lugo schon tot. Ich hoffe, die Mission ist geschafft. Also das ist bis jetzt die schrecklichste Mission im Spiel. Ah, so, Rico, 12 Minuten 4, plus eine halbe Stunde, wo ich hier rumgetüffelt habe. Abgefeuert ist, dass es 765 getötet waren, dass ich in Konstanz 6 und Traffic 65, blablabla. So, weiter geht's und jetzt hoffentlich mal wieder ein cooles Level. Ist das immer ein cooles, dann ein ne? Dann ein cooles, dann ein ne? So, Ladescreen. Sehr schön. Also zum Beispiel, wie gesagt, dieser Angriff auf das Lager, was wir hatten, war sehr cool. Und der auf die, wo man den Turm da verteidigen musste. Wir müssen weiter zum GPS vom Feuervogel. Aber dann kann man wieder das Level hier gerade eben und das war einfach eine Nerve, es war einfach nur grau, braun, grün und das war einfach nicht so schön. Naja, zumindest jetzt geht's weiter. Ich spiele aber jetzt wirklich aber immer nur noch Rico, weil die ist einfach ich die dicksten Knarren. So. Bam. Bam. Alter. Achso, da ist ja noch einer. So. Kann ich mich da jetzt eigentlich nicht einfach reinschwingen? Warum sind unsere Helden einfach so dumm? Ganz ehrlich, die können sich doch wunderschön die beiden Trucks holen, könnten sich da reinschwingen und könnten dann einfach schön durchfahren und alle töten. Aber nein, wir gehen zu Fuß, wir benutzen keine Helgas-Mobile. Wir sind unmenschlich, bla 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 bla. Es ist unmenschlich, was für eine Tortur teilweise hier an Gegner kommen. So, wer ballert mich jetzt schon wieder ab? Du? Bam! Also... Die Attacke mit dem MG, die ist so übelst verbuggt. Jedes Mal sieht es aus, als würde das MG irgendwie in seinen Kopf reinstecken. Ich weiß gar nicht, ich will die Idee gar nicht zu Ende führen. So. Passt das? Der ist tot. So, sehr gut. Ich verstehe trotzdem nicht, warum wir nicht einfach hier den Panzer nehmen oder die Dampfwalze oder was das auch immer hier ist. Zumindest hat ein dickes MG. Kann man super mitfahren. Warum machen wir das nicht? Ich weiß es nicht. Da ist wieder... Oh, das ist die Asi-Pistole. Von der werde ich jetzt oft genug getötet. Aber ich bleibe lieber erstmal mit dem Granatwerfer. So, hopp. Blockiert ihr jetzt den Weg? Da geht es nicht lang. Wir müssen kurz aufwärts. Wie wäre es einfach, wenn ihr in den Wagen einsteigt und einfach rumfährt? Das ist so gemein. Da irgendwas unerledigt. So, geh mal weg. Geh auch mal weg. Ich mag euch alle nicht. Ihr seid alle scheiße. Früher wart ihr mal nett. Da hattet ihr, wart ihr einfach cool. Ihr hattet rote Augen. Ihr seid einfach nur gemein und unfair. Und in viel zu häufiger Anzahl und habt viel zu gute Waffen. Wenn ich noch ein Heilgas mit dieser blöden Pistolen, Granatwerfer-Ding da sehe. Dann rastet Maxi aus. So. Gut, aber jetzt würde ich sagen, heißt es erstmal BAM. Das gefällt mir immer so gut. Immer wenn du auf die Helga schießt mit dem, mit irgendeinen Granaten oder was immer. Oh, okay, Entschuldigung. Dann ist es halt immer so. Es dauert teilweise immer so eine gute halbe, also so ungefähr eine halbe Sekunde länger, als man sie getroffen hat, bis sie erst merken irgendwie, dass sie tot sind. Das gefällt mir immer sehr gut. Weil irgendwie einer von den Helgern steht meistens noch, alle anderen kippen schon um und dann kippt erst der um. Oh, ich bin nur tot, das habe ich komplett vergessen. Ja! Zack! Habe ich den gerade in die Eier... Was?
Ich will gar nicht wissen. Der sah so aus, als hätte er ihn hochgehoben und dann runter. Ach, ich will die Idee. Ich will es gar nicht zu Ende. Aber sieht schon, wie viel Schüsse man hier verballert. Ich habe jetzt schon wieder. Na, ich benutze jetzt öfters das MG. Aber ich habe nur 50 Schuss mit dem anderen MG. Tut ihn. So. Wollt ihr mal mitkommen hier, Kumpels und Kumpeline? So, Kumpeline, das gefällt mir so. Lukas Kumpeline. So, check mal da recht. Wenn ich hier draußen bin. Ja. Weiß nicht, wie froh ich erstmal bin, wenn ich hier erstmal das Level geschafft habe. Also. Ah, ne, okay, da war jetzt ein Checkpoint. Ja, da habe ich jetzt kein Problem zu sterben. Das wäre eigentlich fast die bessere Idee, weil da muss ich nicht so ewig lang warten, bis das Leben sich regeneriert. Davor kann ich eh nichts machen. Super, das ist gerade meine Entdeckung. Sehr gut. So, stimmen wir ein bisschen vor. Das ist eine Drohne. Drohne. Ja. So, Drohne ist down. Da war noch eine Drohne. Das ist immer etwas. So, dum. Down. Down. Ach so. Oh, es ist hart. Das ist jetzt wirklich mit Abstand das härteste Level. Aber immer nicht so schlimm wie dieses Boot-Level, wo einfach kein einziger Checkpoint war. War ja noch schlimmer. Also da. Wir müssen jetzt in der Nähe des Funkfeuers sein. Hoffentlich finden wir Adams dort. Es gibt immer noch einige Hellgast vor uns. Also das Boot-Level und das da tun sich gerade hier so. Scheiße. Tun sich hier gerade so das Kopf-an-Kopf-Rennen leisten, welches Level furchtbar ist. Also das. Also es gab sehr viele coole Level, die mir wirklich gefallen haben. Zum Beispiel das letzte Level, also das Flusslevel hier, besonders gegen Ende. Also eigentlich, der Anfang war scheiße, aber die anderen zwei Abschnitte waren sehr cool. Aber das Boot, also wo man das Boot suchen musste und das da, also das, die halten sich hier gerade wirklich die Konkurrenz, das ist die furchtbarsten Level im Spiel. So. Schön, kein Muni mehr, das sagst du mir natürlich nicht davor. Nein, das ist mein Untergang. Alter, man, jetzt hält so ein popliger normaler Helga schon so viel aus. Ich hasse es in Spielen, wenn einfach im Laufe des Spiels die Gegner einfach mehr aushalten. Unglaublich unrealistisch. So. Oh. So, der ist schon mal besiegt. Dann haben wir hier irgendwie eine Kaffeemaschine. Ich weiß nicht, das sieht aus wie eine Kaffeemaschine. Irgendwas gedrückt einfach mal. So, einfach irgendwann was drücken und dann passt es schon. So. Jetzt versuche ich die ein bisschen zu flankieren. Ja! Aber das gefällt mir auch besser. Immerhin sind die Level hier ein bisschen größer. Also es ist nicht groß im Sinne von Battlefield. Es ist auch nicht groß im Sinne von groß, aber es ist größer. Also Standard, würde ich sagen. Also vielleicht kommt es mir auch nur so vor. Vielleicht will ich ja immer ein Spiel einmal nur gut reden. Nee, so schlecht ist es nicht. Also es macht schon teilweise Spaß. Es gibt noch einige sehr, 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 sehr frustrierende Stellen. So. Wie wird das jetzt mit Klettern? Ich kann da nicht hoch. So, der hat einen MG. Kein. Ah, mit dem MG habe ich ja voll, aber mit dem habe ich jetzt gar nichts mehr. Will schießen. So, dann nehmen wir halt das und das andere nehmen wir halt dann nur, um die Raketen alle zum abzufeuern. So, Spieler Rigo seit 7 Minuten 15 Kopfschüsse, abgefeuerte Schüsse 751, getötet 30 Kopfschüsse 10, Effektivität 74%. So, ich würde sagen, wir machen jetzt einen kleinen Cut. Ich würde sagen, das ist ein guter Zeitpunkt. Und im nächsten Part machen wir dann weiter mit dem nächsten Level. Jedes Level hat ja drei Abschnitte. Ich würde sagen, ich hoffe es zumindest, ist der letzte Abschnitt von dem Level. Und dann, ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Dennis Warfix. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.